Hallo Schütze, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Schütze. Heute möchte ich gerne mit dir diese Wochenbotschaft, dieses Wochenhoroskop, wenn du es so nennen möchtest, mit dir teilen und mal schauen, was kommt auf die Energie von Schütze in der kommenden Woche, ja, auf euch zu, okay? Schütze, kommende Woche kannst du vielleicht eine Energie teilen mit einem Wassermann. Okay, es kann aber auch durchaus sein, dass deine eigene Energie kommende Woche ein bisschen auf emotionaler Ebene ist, ein bisschen auf Umwegen gefühlstechnisch ist. Aber ein Zwilling, eine Waage, ein Wassermann könnten kommende Woche aus verschiedensten Gründen ein bisschen mehr präsent sein. Okay, zeige dein wahres Ich. Wenn es darum geht, dein wahres Ich zu zeigen, ja, heißt es, guck mal, dein wahres Ich in einer romantischen Geschichte, in einer Liebesgeschichte, ich habe es euch gerade noch gesagt, okay, gefühlsmäßig, das heißt, Waage, egal ob es bei dir um die Liebe geht oder nicht, um eine Partnerschaft oder nicht, okay, um eine Trennung oder nicht, hier geht es darum, dass das, was auf dich kommt, ist eine Liebe zu dir selber, eine neue Erfahrung, ein neues Leben, eine neue Bereicherung, eine neue Herausforderung, die dich glücklich macht, ja. Kann auf der Arbeit sein, kann sein, dass ein Erbstreit sich gerade schlichtet, ja. Kann sein, dass du auf einmal die Liebe durch die Spiritualität entdeckst. Kommende Woche heißt das, eine romantische Phase wird dich auffordern, dein wahres Ich zu zeigen, die Situationen anzupassen, die man nicht ändern kann, Situationen anzupassen, die vom Leben bestimmt sind, Situationen anzupassen, die dich glücklich machen, ja, Situationen dich anzupassen, die einfach dein ganzes Leben verändern werden. Hier geht es vor allen Dingen darum, glaube an das Unmögliche, Schütze. Es kommt eine gewaltige Herausforderung auf dich zu, wo du vielleicht auch jemanden zurücklassen darfst, eine Trennung, ja, ein Todesfall, eine Kündigung, etwas, was vielleicht dir nicht gefallen wird, aber genau das, was kommen wird, was dir nicht gefällt, wird der Schlüssel sein, der erste Baustein sein, um das Neue willkommen zu heißen. Und wenn es nur eine Entscheidung ist, okay? Wir gucken aber immer noch mal nach, Schütze. Trau dich also wirklich auch in deinen Kommentaren mir zu hinterlassen, wie gerade deine Situation ist, okay? Einen Termin habe ich noch frei im Februar für eine private Legung. Schreib mich also an, okay? Buchstabe F, G, O, U, X, S, N, Z, J, C und P. Ja, Wassermann, möchte hier gerne Gehör geschenkt bekommen. Ein Wassermann, die Gefühlsebene, möchte dir sagen, glaube an das Unmögliche. Du bist nicht verwirrt, ja, du bist auch nicht gefangen, sondern wir bringen Schwung und Liebe und Leben in dein Leben rein. Das möchten deine Gefühle die kommende Woche sagen. Hör genau hin. Bis dahin, Schütze. Alles Liebe. Bye.